Wir freuen uns riesig, dass wir gemeinsam mit der Frankfurter University of Applied Science einen Forschungsantrag von Hessen Exzellenz gewonnen haben für ein neuartiges Besucherleitsystem. Skillsoftware. Innovationen für Ihre Produktivität. In Gesprächen mit der Frankfurt University, die Luftlinie 1 Kilometer vom Skillbüro entfernt ist, kamen wir zu dem Punkt, auf Anregung der hessischen Liegenschaftsverwaltung, dass dort 3 neue Gebäude auf dem Campus entstehen werden und die bislang wenig digitale Werkzeuge für die Benutzer, Besucher und so weiter anbieten und auch dort eine Innovation gewünscht wäre. Um einen solchen Antrag erfolgreich stellen zu können, braucht es natürlich einerseits Innovationen, also Dinge, die seinerzeit noch überhaupt nicht denkbar und sichtbar waren, und andererseits musste deren Entwicklung tatsächlich wirtschaftlich riskant für uns, für die Skill Software sein, um damit Unterstützung aus öffentlichen Mitteln zu bekommen. Und Besucherleitsysteme gibt es inzwischen einige am Markt. Es war sehr schnell deutlich, dass die meisten dieser Systeme sich an kommerziellen Ideen entlanghangeln. Wir haben vor 8 Jahren bereits ein Besucherleitsystem im The Square am Frankfurter Flughafen installiert, das dort permanent gelaufen ist und Informationen über die Mieter und die verschiedenen Services im Gebäude geboten hat, aber auch eine Wegeführung am gesamten Flughafen unterstützte. Man konnte vorher sagen, wie man anreisen würde, wo man sich aufhält, welche Stationen man anlaufen wollte, ob Friseur, Zahnarzt, zum Essen treffen und wie man dann dort über Terminal 2 oder was auch immer abreisen wollte. Und es gab dafür eine Wegeführung. Was unserer Ansicht nach aber bisher ganz selten oder gar nicht angeboten wird, ist Unterstützung für Menschen mit Inklusionsbedarf. Also beispielsweise, wo findet man eine Toilette, die rollstuhltauglich ist, in einem öffentlichen Bereich, auf einem Universitätscampus, in einem Bahnhof, in einer U-Bahn-Haltestelle. Mein Büro hat einen Blick auf einen der meistfrequentiertesten U-Bahn-Stationen in Frankfurt und einen Eingang mit einer Rolltreppe, die in einer Richtung, nämlich aufwärts läuft, und einer breiten normalen Treppe. Und ich sehe immer wieder, wenn ich aus dem Fenster schaue, Menschen, die mit vielen Koffern, mit Kinderwägen, im Rollstuhl versuchen, zur U-Bahn zu kommen. Das ist an dieser Stelle sehr schwer machbar. Es findet sich dort kein Schild, dass etwa 100 Meter entfernt ein Fahrstuhl installiert ist an der anderen Eingangsseite. Die zweite Konstellation, Gefahren. Da gibt es Standardeinrichtungen, die im Brandfall mit einer Notbeleuchtung Wege zeigen und Ähnliches. Aber wie wir heute wissen, die Gefahrensituationen können sehr unterschiedlich sein. Die Gefahr kann von außen kommen und die Leute sollten besser im Gebäude bleiben. Oder sie kann von innen kommen, wie im Brand oder Ähnliches, und das Gebäude sollte verlassen werden. Auf welchem Weg passiert das? Wie kann diese Information an Menschen kommen, die sich nicht auskennen, die eine besondere Bestützung benötigen, einen besonderen Fahrstuhl, einen besonderen Weg und so weiter? Das soll mit dieser Lösung ebenfalls geboten werden. Und die dritte, die aktuell immer noch bedeutsam ist, in der Pandemiesituation
kann ich im Moment noch dorthin gehen oder ist der Raum überfüllt? Kann ich in die Mensa oder sind schon zu viele Menschen dort? Ist der Hörsaal überfüllt oder gibt es einen weiteren und ähnliche Dinge? Diese Anforderungen werden wir jetzt schrittweise umsetzen und dazu regelmäßig per Video berichten. Gibt es auch wieder Hinweise hier. Wer sind wir? Das im Fachbereich Future Living der Frankfurt University of Applied Science sind Professor Holstein und Professor Hinkelmann, die tatkräftig mit uns ein Konsortium gebildet haben und dieses Thema offensiv angehen, forschend auf ihrer Seite und umsetzend gemeinsam mit uns. Unterstützt und gefördert wird dies von der Hessen-Agentur, die verschiedene Forschungsunterstützung anbietet, speziell mit dem Schwerpunkt Innovationen zu entwickeln, die Arbeitsplätze schaffen sollen. Wir laden alle Interessenten zum Hessischen Innovationskongress ein, der am 1. und 2. September stattfindet. Dort können wir uns gerne über das Konzept und Möglichkeiten der Zusammenarbeit oder des Einsatzes unterhalten. Wenn ihr dieses Video nach diesem 2. September seht, stehen wir natürlich auch gerne für alle Gespräche zur Verfügung. Unsere Kontaktdaten findet ihr hier. Während er aktuell Tee trinkt. Prost. Zum Wohl. Meine Tasse, eindeutig erkennbar.